Und damit ein herzliches Willkommen zurück zur CTEX Magic World. Ja, gestern war so ein sehr merkwürdiger Tag. Dort ist irgendwie alles schief gelaufen, was irgendwie schief laufen konnte. Und wir haben natürlich gestern auch noch Agrarian Skies aufgenommen. Also da könnt ihr euch auf noch ein paar lustige Folgen freuen, die aber erst wahrscheinlich morgen, glaube ich, oder übermorgen zu sehen sind. Ja, ein paar lustige Folgen. Ich war so ein bisschen neben der Spur, also mal gucken, ob die noch so gut ankommen werden. Ja, aber das sozusagen zu dem anderen Projekt. Und dann habe ich natürlich gestern Abend wieder das Ganze auf Auto freischalten gestellt. Die Agrarian Skies Folge hatte YouTube wieder mal einwandfrei Auto freigeschaltet, aber CTEX Magic World irgendwie überhaupt nicht. Und da musste ich das wieder manuell machen und ja, also irgendwie komme ich da noch nicht so ganz damit zurecht, warum er manchmal das vernünftig macht und manchmal das irgendwie gar nicht so vernünftig. Aber naja, gut, so ist das nun mal, deswegen kam die Folge gestern ein bisschen, ja, später. Und heute haben wir leider auch nicht ganz so viel Zeit, weil ich gleich nochmal wieder nach der Aufnahme weg muss. Und dann rennt das Ganze, dann bin ich wieder kurz zu Hause, muss das dann für euch noch freischalten und hochladen und dann bin ich schon wieder weg. Also ich bin heute irgendwie die ganze Zeit irgendwie hin und her und hin und her. Aber ich finde gerade ein paar Minütchen, um euch heute noch eine kleine Folge aufzunehmen. Und das, was wir heute machen werden, ist uns einen kleinen, feinen, schönen Hammer von Tinkers Construct bauen. Und dann werden wir da auch schon mal so ein bisschen auf ja, Test-Mining-Tour gehen. Denn da gute Dinge müssen wir natürlich auch noch leveln und natürlich Glück haben, dass da schöne Sachen drauf kommen. So, jetzt habe ich aber genug geredet. Wir haben wenig Zeit. Wir müssen anfangen, aber es wird gerade dunkel. Deswegen lege ich mich mal eben ganz schnell hin, dass die bösen, bösen Monster hier nicht überall immer spawnen. So, und dann werden wir mal gucken. Ich habe die... Ach nee, die Sachen habe ich schon alle eingesteckt. Wunderbar, das heißt also, da brauchen wir gerade gar nichts mehr von. Ah doch, eine Sache brauche ich noch. Haha, die habe ich vergessen vorzubereiten. Nämlich, wir brauchen Sormium. So, und deswegen nehme ich mal ganz kurz aus dem System Force Nuggets raus. Und wir mal ganz kurz gucken. Wie war denn das nochmal mit Sormium? Waren das? Das waren 4, genau. 4 und dann einfach Eiseningots reinwerfen. Das heißt also, da sitzen 2 drauf. Das heißt, wir brauchen 16. Das passt ja wunderbar. Und dann brauche ich noch 8 Iron Ingots. Sehr schön. Und dann hätten wir das sozusagen für eine Platte, oder beziehungsweise eine Stone Plate. Eine Large Stone Plate. Ne, beziehungsweise eine Large Sormium Plate dann natürlich. Was suche ich jetzt noch gerade? Genau, den Cauldron. Der befindet sich aber hier, genau. Und dann bräuchte ich noch ganz kurz eben 2 Eimerchen. 1, 2. Die können da wieder weg. Einen füllen wir hier mal ganz kurz mit Wasser. Und den anderen kurz mit Lava. Dann beheizen wir den einfach nochmal ganz kurz hier. Ich weiß, der sollte mittlerweile auch mal so langsam in unser schönes Somcraft-Haus umziehen. Wird aber auch bald. So, ich weiß, bald, bald, bald. Am Wochenende wird es dann wieder soweit sein. Da haben wir ein bisschen Zeit. Da können wir mal ein bisschen das Somcraft-Häuschen vielleicht bauen. Schauen wir mal. So, auf jeden Fall dort erstmal die 16 Stück rein und dann die 8 Stück hinterher und dann voila, das gute Ding ist sozusagen hier 8 Sormium Ingots hergestellt. Na komm, jetzt geht's. Okay, wunderbar. Und dann gehen wir mal ganz schnell eben zu unserer kleinen Schmiede. Das Einzige, was ich halt noch gemacht habe, habt ihr vielleicht schon gesehen, ich habe noch ein bisschen Erdroid und Kobalt schnell aus dem Nether noch besorgt. Aber ich habe festgestellt, so viel werden wir eigentlich gar nicht brauchen. Das war also mehr oder weniger für die Katze. Und ja, macht ja aber nichts. So, da sitzt noch das Aluminium drin. Die muss ich mir noch schnell vorher rausholen. Wobei, ich kann ja schon mal... wie viel brauche ich denn? Ich brauche eine Large, das sind 8. Und einen Stone-Kopf, das sind auch 8. Und da wir das Doppelte rauskriegen, kann ich einfach 8 einschmelzen. Dann müssten wir genügend haben. So, beim Sormium ist es so, dass ihr das Ganze, glaube ich, an der normalen Werkstatt hier macht. Also die müsst ihr nicht einschmelzen, sondern die könnt ihr hier an dem Part-Builder einfach bauen. Steht ja auch eigentlich drin. Stone, Obsidian, Netherrack und Sormium. Und da werden wir uns eine Platte sozusagen aus Sormium herstellen. Das funktioniert auch einwandfrei. Da müsst ihr also keine
Angst oder Bangen haben, dass das nicht klappt. Also Sormium ist ein Building Material, was ihr verwenden könnt. Und dadurch gibt es den einzigen Modifier sozusagen noch, den ihr euch besorgen könnt. Momentan auf den ganzen Sachen. Also Papier ist momentan nicht erlaubt, ist einfach zu stark und dementsprechend, wenn ihr also noch einen extra Modifier habt dann oder haben wollt, dann müsst ihr halt Sormium nehmen. Wenn ihr die gesamte Waffe oder das gesamte Dings aus Sormium baut, bekommt ihr zwei Modifier. Wenn ihr einen Teil oder mindestens einen Teil verwendet, gibt es halt immer noch einen. Und ja, natürlich leidet dann auch der Hammer ein bisschen unter der Geschwindigkeit. Aber das gleichen wir dadurch halt wieder aus, dass wir den Modifier sozusagen dort bekommen. Und mit einem Modifier hauen wir uns dann später Redstone drauf, was uns sozusagen hier ja das ganze Mining Speed um 4 erhöht. Wir verlieren aber, glaube ich, bloß irgendwie eine Mining Speed von 1, dass wir die Platte hier verwenden statt Kobalt. So, ich glaube, das Kobalt ist eingeschmolzen. Dann besorge ich mir mal ganz kurz. Ach, na, das geht natürlich hier nicht ins Inventar, sondern das geht hier in den Part-Builder rein. So, und zwar als erstes bräuchten wir mal eine Platte. Eine zweite. Wie gesagt, die zweite kommt dann aus Kobalt. Einfach der geschwindigkeitshalber. Mining Level brauchen wir keine Mycelium extra für verwenden. Das funktioniert mit Kobalt auch wunderbar. So, die Platte haben wir auch. Und dann natürlich den Hammerhead noch. Und das Toolrod, das werden wir aus Adrite bauen. Adrite gibt uns Stonebone. Und Stonebone ist eigentlich eine sehr, sehr coole Fähigkeit. Denn ja, je weiter die Haltbarkeit sozusagen vom Tool runtergeht, desto höher wird die Mining Speed. Das heißt also wiederum, wir werden gleich die Haltbarkeit von dem Hammer etwas verringern, indem wir einfach mal so einen kleinen Schacht oder so graben irgendwo. Warte mal, waren das jetzt 3 oder waren das jetzt? Ja, 3 waren das, okay. Das heißt also, ich muss 2 reinwerfen. 1, 2, so. Also werden wir sozusagen ein bisschen Haltbarkeit gleich runter machen. Und dadurch können wir sozusagen nochmal die Geschwindigkeit dieses Hammers auf, ich glaube, plus 2, etwas. Also nochmal eine extra Geschwindigkeit von 2, etwas geben. Dann werden wir uns das Electrical Upgrade sozusagen draufbauen. Und dann spielt die Haltbarkeit im Prinzip keine Rolle mehr. Wir kriegen aber trotzdem den Effekt noch von Stonebound. Wobei Tinker's Construct hat angekündigt, es angeblich zu nerven, aber da sitzen sie ja schon eine ganze Ecke dran, das versuchen zu machen. Ich weiß nicht, ob es sogar jetzt schon genervt wurde, aber wir werden es auf jeden Fall ausprobieren. Und da uns der Handle Modifier jetzt nicht interessiert, weil es eh eine elektrische Variante wird, können wir da eigentlich relativ gut mit leben. Und es halt einfach zum Austesten. Also der Handle Modifier für alle diejenigen, die nicht wissen, was der sozusagen bewirkt. Er bewirkt eigentlich bloß das, dass ihr die maximale Haltbarkeit, die sozusagen euer Tool nachher geschrieben wird, um den Faktor sozusagen dann erweitert wird, was der Handle Modifier sozusagen dann aussagt über das Material. Also wenn ihr irgendwie einen Handle Modifier von 2 habt, dann wird eure Haltbarkeit des Tools sozusagen um den Faktor 2 erhöht. Das heißt, ihr habt dann doppelte Haltbarkeit. So, da ist noch ein Ingot drin, den gieße ich mir jetzt nochmal und dann dürfte ich eigentlich alle Tool-Sachen sozusagen haben für diesen schönen Hammer. Die einzige Sache, die wir auf den Hammer nicht drauf haben wollen, ist Repair. Das heißt also, das ganze gute Ding hat jetzt hier Level, das seht ihr auch mit XP. 1700 Experience müssen wir sammeln, um das nächste Level zu bekommen. Dann schalten wir einen Modifier frei und eine zufällige Verzauberung. Und das meine ich halt, diese zufällige Verzauberung, die sozusagen mit dem Level-Up halt kommen. Ja, da haben wir sozusagen unsere Probleme. Da wollen wir kein Repair drauf bekommen. Denn dann würde sich sozusagen dieses Stonebound wieder, das Ganze wieder zunichte machen. Denn, das brauchen wir sozusagen, die Waffe hier beziehungsweise diesen Hammer noch etwas zu verschnellern. So, und dementsprechend gehen wir ganz einfach mal, was brauche ich denn noch eine ganze Menge? Ich will mein System noch erweitern, mein ME-System demnächst. Das heißt also, Certus Quartz wäre eigentlich eine gute Sache. Das heißt also, ich gehe mal so auf Ebene 50 runter hier. Hier ist doch 50, das sieht doch eigentlich relativ gut aus.
Und dann würde ich sagen, na komm, gehen wir einfach mal hier so ran und werden einfach mal hier etwas durch die Gegend hämmern. Und wie ihr seht, das Ding ist eigentlich schon relativ schnell, ne? Also dadurch, dass man das noch eine ganze Ecke hochtreiben kann, später mit Haste etc. pp., ist das doch eigentlich schon relativ zügig. Natürlich für Erze braucht man ein bisschen länger. Das ist natürlich ganz klar. Wir haben natürlich auch keinen Lack oder so drauf, um jetzt ein bisschen mehr zu bekommen. Aber ich hoffe halt, dass wir durch die zufälligen Modifier das ein oder andere dann hier noch bekommen werden. So, und wie ihr seht, wir haben jetzt schon, ja, 198. Also es geht halt nicht rucki-zucki, diesen Hammer hier hochzuleveln. Und ich will halt versuchen, eventuell noch einmal kurz zu zeigen, wenn er levelt. Das Problem ist natürlich, es ist eine ganze Menge an Blöcke, die wir dafür zerstören müssen, bis das halt klappt. Aber ich würde auch natürlich gerne, dass die Reparaturfunktion hoch. Das wollte ich nicht, da wollte ich. Wobei, das könnten wir eigentlich auch mal so machen. Den Hammer in die Hand. Dann können wir, wenn ihr den Hammer nämlich in der Hand habt, und der nächste Slot, der sozusagen nach dem Hammer kommt, den könnt ihr sozusagen mit Rechtsklick dann ausführen. Das heißt also, wenn ihr da Torches habt, dann könnt ihr einfach mit Rechtsklick sozusagen dann Torches verteilen, was ich eine sehr, sehr coole Sache finde von Tinker's Construct. Das ist also da, dafür lohnen sich schon fast, diese Tools zu bauen. So, ich kann noch ein bisschen Eisen abbauen, das brauche ich auch noch definitiv. Haben wir zwar schon eine ganze Menge, aber man verbraucht auch eine ganze Menge von. Zinn habe ich so viele im System mittlerweile liegen, dass ich die nicht wirklich brauche. Ah, Kupfer brauche ich eigentlich auch nicht so wirklich. Aber man merkt schon, ich bin schon wieder total überladen. Ah, da haben wir noch Stormcraft-Shards. Nehmen wir auch gerne mit. Muss ich schon wieder was wegschmeißen. Aber wie gesagt, da ist gerade schon wieder das aufgesammelt. Müssen wir mal ganz kurz erstmal unser kleines Inventarchen aufräumen hier. Ach, verdammt. Wisst ihr was? Ich fliege da einfach mal eben schnell hoch. Mit meiner schönen Dartcraft-Rüstung und fliege nochmal eben ganz kurz. Beziehungsweise hüpfe hier mal ganz kurz noch eben hier hinten rüber und leg mal schon mal die ganzen Patterns hier ab. Na, die Sachen kann ich da nicht reinlegen, wobei die brauche ich eigentlich auch gar nicht mehr. So, das heißt also, die schmeiße ich einfach mal hier so auf den Boden. So, wunderbar, schön zurück. Das hat soweit jetzt alles funktioniert und wir können jetzt mal ganz kurz angucken. Hier seht ihr schon, Stonebound Bonus um 1,07. Das heißt also, wir haben jetzt ja eine erhöhte Mining Speed von obwohl 0,17 die Mining Speed. Einen Augenblick, mal ganz kurz geguckt gleich. Habe ich mich dort getäuscht? Nein, ich habe mich natürlich nicht getäuscht. Einen Augenblick. Wir gehen mal ganz kurz eben wieder zurück. So, und zwar schauen wir uns das Ganze hier nochmal im Tisch kurz an. Jetzt haben wir nämlich eine Mining Speed von 6,39. Ich weiß, und da steht auch sozusagen der Bonus drin von 1,72. Das heißt also, wenn ihr den runterrechnet, dann seid, wisst ihr wieder, wie weit ihr sozusagen ja hier sozusagen diesen Speed runter habt. Und das Schöne ist, ihr könnt halt sehen, das Ganze geht sogar bis maximal 3,25, wobei ich jetzt nicht verstehe, warum wir 1,72 hier angezeigt bekommen, hier aber nur 1,07. Bisschen komisch. Ein bisschen sehr komisch, muss ich doch sagen. Ja gut, ist dann halt so. Müssen wir dann halt so mit leben. Aber wie gesagt, das könnt ihr euch sozusagen, ich denke mal, relativ gut soweit vorstellen. So, jetzt muss natürlich auch die ganz kurz die anderen Erze wegbringen. Dann werden wir noch 5 Minuten mal ganz kurz versuchen, das Ding hier aufzuleveln. Und eventuell die ganze Mining Speed sozusagen zu erhöhen. So, da legen wir mal ganz kurz Kobalt und das dorthin. Das kommt hier mit dazu. Oh, da habe ich die Songcraft-Charts gerade reingeworfen. Die kommen noch vorerst erstmal hier rein. Aluminium lege ich mal erstmal dort mit rein. Dann haben wir Stonebricks. Haben wir die da mitgenommen? Ich weiß es nicht. Und Kohle haben wir noch. Und das Ding haben wir noch. Und dann legen wir das dort nochmal kurz mit rein und dann sollte das eigentlich soweit hier reichen. Dann gehen wir mal schnell eben kurz in die Schlucht hier nochmal zurück. Da, wo wir gerade im Prinzip hier waren.
Jetzt sammeln wir natürlich den ganzen Stein hier wieder auf. Und dann werde ich nochmal ganz kurz hier so ein bisschen durch den Felsen hier mal eben ganz kurz klopfen. So, ach, hier hab ich schon mal einen Gang gezogen. Ich weiß gar nicht, ob wir den gemeinsam gemacht haben oder ob ich den zum Farmen mal benutzt habe. Kann gut sein. So, mal ganz kurz wieder Licht verteilen, damit es nicht zu dunkel bleibt hier. Ja, schön eigentlich, ne? So das Ganze hier. Habe ich jetzt natürlich nichts vorbereitet zum Erzählen. Ich war vorhin noch unterwegs mit dem Fahrrad. Mal wieder. Es war gerade schönes Wetter draußen und haben gedacht, machen wir so eine kleine Fahrradtour. Musste sowieso was erledigen und ja, da bin ich doch ein bisschen länger unterwegs gewesen als eigentlich ursprünglich geplant. Und ja, ich war jetzt, glaube ich, wie lange bin ich jetzt gefahren mit dem Fahrrad? Also ich bin ungefähr 30 Kilometer gefahren. Und habe dafür jetzt, glaube ich, ja, eine gute Stunde, glaube ich, gebraucht. Das heißt also, ja, so mit 30 km/h mit dem Fahrrad zu fahren, ist schon ganz schön anstrengend, mehr oder weniger. Besonders, wenn man es lange nicht mehr gemacht hat. Früher habe ich das öfters gemacht. Bin ich halt immer zur Arbeit, also vor meinem Studium habe ich halt gearbeitet, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und da bin ich halt auch jeden Tag sozusagen meine 30 Kilometer gefahren zur Arbeit. Ja, bei Wind und Wetter, da muss man sich mal vorstellen. Ja, irgendwann hat man sich dran gewöhnt und, ja, ich muss merken, also, wenn man das lange nicht gemacht hat, ist es doch schon wieder ein bisschen anstrengender, ne? Das ist also echt ungewohnt. Wobei ich jetzt nicht sagen muss, dass ich komplett irgendwie K.O. bin und ich nichts mehr machen kann, aber wie gesagt, es ist schon ein bisschen anstrengend. So, aber das nur kurz so dazu, was ich vorhin gemacht habe, kurz vor der Aufnahme. Und ja, ich muss gleich schon wieder weiter los und weg und ist alles so ein bisschen blöd heute. Eigentlich wollte ich mit Shibo heute Abend auch noch aufnehmen, das klappt dann auch schon wieder mal nicht. Gestern war auch, wie gesagt, eine sehr, sehr lustige Aufnahme. Wie gesagt, da könnt ihr euch noch sehr, sehr drauf freuen. Ach ja, wenn ich daran nur denke. Aber ich möchte auch nicht zu viel verraten. Schaut einfach auf jeden Fall mal rein. Dann wisst ihr auf jeden Fall, was gemeint ist. Aber ich denke mal, die Folge dürfte erst theoretisch aber auch nur morgen erst kommen. Dementsprechend schlagt mich nicht, falls es das nicht so ist. Aber ich glaube, sie dürfte erst morgen kommen. So, erstmal ein bisschen Cobblestone hier weggeschmissen. Wie lange brauche ich denn noch? Das dauert aber noch echt ein bisschen, bis wir da an die 3,25. Ich glaube, das muss fast kaputt sein, damit man sozusagen hier an das Maximum rankommen tut. Aber wir haben fast die 1700 erreicht. Das heißt also, ich hoffe, dass wir keinen Repair bekommen, weil dann kann ich gleich umdrehen und mir eine neue herstellen. Weil das ist das Einzige, was man sozusagen hier nicht auf diesen Hammer haben möchte. Repair ist nicht wirklich vom Vorteil. Auch wenn man sozusagen sagen würde, hey, Repair ist doch echt geil, dann repariert sich der Hammer. Ja, aber dann geht der Stonebound auch wieder runter. Das heißt also, guck mal, wir werden immer schneller. Vorhin haben wir schon ziemlich lange gebraucht. Und, wir haben Haste bekommen. Oh, gut. Sehr gut. Das ist sogar eine der besten Sachen, die wir kriegen könnten. Und wir haben halt ein, wie ihr jetzt im Chat hier lesen können, einen Modifier bekommen. Und wir haben einen Haste bekommen. Das heißt also, hier ist jetzt automatisch schon mal Redstone mit drauf. Und das können wir uns mal das Ganze ganz kurz mal angucken. Wir haben jetzt auch zwei Modifier. Einen halt durch Sormium. Und einen halt durch, jetzt gerade das Aufleveln. Wir kriegen nicht für jedes Level einen, einen Modifier dazu, aber wir kriegen für jedes Level auf jeden Fall so einen dieser Random Stats sozusagen. Sehr schön, sehr, sehr schön. Also der Hammer, der ist jetzt schon richtig geil. Wie gesagt, das einzige Problem ist, wir müssen halt noch ein bisschen erstmal die Durability sozusagen erstmal runter machen und dann das Ganze mal ausprobieren, ob das noch funktioniert mit der Geschwindigkeit, wenn wir sozusagen das Ganze hier weg haben. Okay, und zwar haben wir jetzt sogar schon die 7,46 am Mining Speed. Sehr cool. Wobei irgendwie das Redstone zählt scheinbar nicht so wirklich, oder? Redstone müsste doch eigentlich... Lass mich mal ganz kurz gucken, wie viel bringt Redstone denn eigentlich nochmal genau? Eigentlich müsste das doch 4,0 eigentlich sein, oder nicht? Irre ich mich? An Mining Speed... Will you boost? Ja, eigentlich müsste das jetzt...
theoretisch, aber auch nur theoretisch, ne? Ah ne, da steht's. Ja doch, 0,850 müsste also auf 4,0. Da wir gerade schon bei 6 waren, wir durch die Durability ja eigentlich noch ein bisschen was gekriegt haben. Eigentlich müssten wir auch schon längst bei 10 sein, oder? Täusche ich mich da jetzt total? Also irgendwie passt das mit diesem Redstone noch nicht so wirklich. Ich könnte mal ganz kurz, wir haben ja jetzt einen extra Modifier. Einen möchte ich natürlich halt behalten, damit ich ja dieses schöne Electric-Upgrade sozusagen draufpacken kann. Würde ich einfach mal vorschlagen. Ich nehme mal hier ein bisschen Redstone, mache da mal ein paar Blöcke raus. So, das habe ich übrigens jetzt auch als Update drin. Die Lapis-Blöcke hatten nicht funktioniert. Und die funktionieren jetzt mittlerweile auch. Das Update kommt bald. Ich muss halt nur noch das einstellen mit den Stone Swords. Ich hoffe, dass ich da irgendwie eine Möglichkeit finde. So, wenn ich jetzt im Prinzip das mal so mache und das hier mal rausnehme, dann haben wir jetzt das so. Das hat aber auch nicht wirklich viel gebracht, ne? Eventuell wird das auch durch diesen Hardcore-Mod etwas verringert. Das könnte natürlich durchaus sein. Noch einen. Aber mein Gott, der Speed ist schon wirklich ungemein. 8,79 jetzt schon an Speed. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Wenn wir noch denken, wir kriegen noch, glaube ich, zwei Modifiers oder so. Da können wir auch noch Redstone drauf machen. Wenn wir Glück haben, kriegen wir vielleicht noch ein oder zwei Redstone-Upgrades. Wenn wir dann am Schluss dann irgendwie bei 12 oder so sind, dann zerkloppen wir den Stein ja sowieso schon fast instant. Was will man dann eigentlich mehr von einem Hammer? Und dann auch noch in einem 3x3-Gebiet. Also das ist schon eigentlich top in Ordnung. So, ich werde mal ganz kurz einmal noch so eine Steinwand hier ausprobieren, wie schnell wir jetzt im Prinzip so sind. Einen Augenblick. Gucken wir das mal hier einfach uns eben kurz an. Also, ne? Was wollt ihr mehr? Also guckt selbst durch Cobblestone, wie schnell das geht. Da kann man einfach laufen und ja, also das ist schon super schnell. Muss ich einfach mal sagen. Das gefällt mir schon jetzt schon sehr gut. Und wie gesagt, wenn wir noch ein bisschen Glück haben, wir können ja noch, ich glaube, dreimal oder viermal können wir noch aufleveln. Das Ganze kostet natürlich jetzt immer ein bisschen mehr zum Aufleveln. Das heißt also, am Anfang mussten wir jetzt 1700, jetzt müssen wir schon 3100. Also das ist schon nicht ohne. Man soll sich auch ein bisschen beschäftigen mit den Tools. Und vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Lack drauf, zufällig. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Wenn wir das sozusagen bis zum Schluss nicht bekommen, werde ich sozusagen einen der Modifier sozusagen dann auf Lack noch umändern, dass wir auf den Hammer dann sozusagen auch diese extra Drops dann noch bekommen. So, das aber nur heute dem ganzen Hammer jetzt gewidmet, diese Folge. Tut mir auch ein bisschen leid, aber wie gesagt, ich werde es versuchen, am Wochenende dann wieder gut zu machen. Eventuell gibt es dann eine Extra-Folge oder halt einen Livestream oder beides. Mal schauen. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, ich freue mich auf jeden Fall darauf, falls ihr morgen wieder einschalten würdet. Dann habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit und dann sollte das Ganze hier auch ein bisschen besser wieder laufen. Und bis dahin würde ich ganz einfach sagen, bis morgen. Ciao.